Moin zusammen, hallo und herzlich willkommen, Tormöwen live hier auf Instagram. Heute mit dem Fußballer des Jahres in Schleswig-Holstein, mit Ahmet Arslan vom VfB Lübeck. Da ist er doch. Das Hallo, passt. Moin. ich Hey. grüße dich, moin, moin. Wie geht es dir? Passt das so mit dem Bild? Ja. Bin kein Blogger. Nicht so oft. Nein, aber wir sehen und wir hören dich sehr, sehr gut und deutlich. Sehr schön. Wie geht's dir? Mir geht's ganz gut, ja. Wie hast du diese verrückten letzten Wochen erlebt? Ja, mit vielen Läufen, die mir mittlerweile auch keinen Spaß mehr machen, auch so keinen Spaß mehr gemacht haben. Ich bin froh, dass es Freitag wieder losgeht mit dem Training, auch wenn nur in kleinen Gruppen. Aber ja, schwierig, auch viel Langeweile. Man sieht aber, dass die Menschen sehr diszipliniert sein können. Ja, das nehme ich so mit aus der Zeit. Ich habe neulich, glaube ich, in den Lübecker Nachrichten mal gelesen, du kochst auch ganz gerne. Ich glaube, es war so im Februar, als sie dich mal bei euch in der WG, bei Marvin und dir einen Besuch abgestattet haben. Was kochst du jetzt? Verfeinerst du noch deine Kochkünste weiter oder gibst du immer das Gleiche? Also ich bin froh, dass ich vorher schon gerne mal gekocht habe, das auch von meiner Mama mitgenommen habe, das gut kann, laut den Leuten, die ich auch mal bekocht habe. Und in der jetzigen Zeit war es natürlich hilfreich, da man auch nicht essen gehen konnte. Aber verfeinern, ja, ich bin jetzt nicht der Riesenkoch. Ich habe gerade gesehen, mein alter Koch vom HSV schaut hier gerade zu, der Mario Moser. Grüße. Also so gut wie er kann ich nicht kochen. Aber ja, es schmeckt. Wir wollen natürlich heute nicht übers Kochen hier sprechen, liebe Leute, sondern über den Sport oder zumindest so ein bisschen nochmal zurückblicken, weil egal wie es weitergeht, es ist ja eine fantastische Saison beim VfB gewesen für dich, für die Mannschaft, für den Verein. Wenn ihr Fragen habt an den Fußballer des Jahres, ich gucke gerade schon mal hier, ob was reinkommt, dann stellt sie hier gerne in den Stream. Ihr habt ja auch schon in unserer Story einige Fragen gestellt. Die habe ich mir hier alle auch zusammengebündelt. Die werden wir im Laufe dieser halben Stunde auch. Sprechen. Eine Frage vorweg, um das Thema Kochen dann auch abzuschließen. Timo Schwarz 93 fragt nämlich, wie viele Heringe fangt ihr bei euch mit Marvin und dir in der. Menschen sehr diszipliniert sein können. Ja, das nehme ich so mit aus der Zeit. Ich habe neulich, glaube ich, in den Lübecker Nachrichten mal gelesen, du kochst auch ganz gerne. Moin zusammen, hallo und herzlich willkommen, Tormöwen live hier auf Instagram. Und wir speichern das ganze Video nicht nur für 24 Stunden hier, sondern packen es anschließend zu YouTube. Und zu hören gibt es das Ganze auf unseren Podcast-Plattformen Spotify, Apple Podcasts und Encore FM. Heute mit dem Fußballer des Jahres in Schleswig-Holstein, mit Ahmet Arslan vom VfB Lübeck. Ich auch direkt mal hinzu. Da ist er doch. Das Hallo. passt. Moin. Ich Hey. grüße dich. Moin, moin. Wie geht es dir? Passt das so mit dem Bild? Ja. Bin kein Blogger. Nicht so oft. Nein, aber wir sehen und wir hören dich sehr, sehr gut und deutlich. Sehr schön. Wie geht's dir? Mir geht's ganz gut, ja. Wie hast du diese verrückten letzten Wochen erlebt? Ja, mit vielen Läufen, die mir mittlerweile auch keinen Spaß mehr machen, auch so keinen Spaß mehr gemacht haben. Ich bin froh, dass es Freitag wieder losgeht mit dem Training, auch wenn nur in kleinen Gruppen. Aber ja, schwierig, auch viel Langeweile. Man sieht aber, dass die Menschen sehr diszipliniert sein können. Ja, das nehme ich so mit aus der Zeit. Ich habe neulich, glaube ich, in den Lübecker Nachrichten mal gelesen, du kochst auch ganz gerne. Ich glaube, es war so im Februar, als sie dich mal bei euch in der WG, bei Marvin und dir einen Besuch abgestattet haben. Was kochst du jetzt? Verfeinerst du noch deine Kochkünste weiter oder gibst du immer das Gleiche? Also ich bin froh, dass ich vorher schon gerne mal gekocht habe, das auch von meiner Mama mitgenommen habe, das gut kann, laut den Leuten, die ich auch mal bekocht habe. Und in der jetzigen Zeit war es natürlich hilfreich, da man auch nicht essen gehen konnte.
Aber verfeinern, ja, ich bin jetzt nicht der Riesenkoch. Ich habe gerade gesehen, mein alter Koch vom HSV schaut hier gerade zu, der Mario Moser. Grüße. Also so gut wie er kann ich nicht kochen. Aber ja, es schmeckt. Wir wollen natürlich heute nicht übers Kochen hier sprechen, liebe Leute, sondern über den Sport oder zumindest so ein bisschen nochmal zurückblicken, weil egal wie es weitergeht, es ist ja eine fantastische Saison beim VfB gewesen für dich, für die Mannschaft, für den Verein. Wenn ihr Fragen habt an den Fußballer des Jahres, ich gucke gerade schon mal hier, ob was reinkommt, dann stellt sie hier gerne in den Stream. Ihr habt ja auch schon in unserer Story einige Fragen gestellt. Die habe ich mir hier alle auch zusammengebündelt. Die werden wir im Laufe dieser halben Stunde auch sprechen. Eine Frage vorweg, um das Thema Kochen dann auch abzuschließen. Timo Schwarz 93 fragt nämlich, wie viele Heringe fangt ihr bei euch mit Marvin und dir in der WG? Ja, tatsächlich ist es irgendwie ja, zum neuen Hobby geworden. Ich weiß, ein guter Freund von mir, der Torben, der angelt gerne, der hat einen Angelschein, beziehungsweise sein Bruder hat einen Angelschein, aber er gibt sich halt seinen Bruder aus. Der kann es auch und der hat einfach mal gefragt, ob wir mitwollen. Ja, man sitzt am Wasser, es ist recht gemütlich. Wir sind jetzt nicht die unbedingt viele Fische fangen wollen, aber tatsächlich haben wir an einem Tag mal 74 gefangen. Oder Vierundsiebzig. meine Mutter hat nochmal gezählt, 72. Da waren wir wirklich sehr, sehr gut. Papa isst gerne Fisch, ich auch, deswegen hat es gepasst. Ja, es ist tatsächlich sehr entspannt. Muss ja so gegangen sein. Und noch eine. Und noch eine. Gefühl schon, ja. Unfassbar. So, hier kommen auch schon die ersten Sportfragen tatsächlich rein. Wie konntest du gegen Hamburg ein Tor schießen? Das geht ja gar nicht, sagt Sarah 1887 HSV. Unschwer zu erkennen, für welchen Verein ihr Herz schlägt. Aber damit gehen wir rein so ein bisschen ins Sportliche. Erstmal möchte ich dir nochmal ganz herzlich gratulieren Ja. zu deinem Titel Fußballer des Jahres in Schleswig-Holstein. Wie hast du es genau erfahren? Normalerweise gibt es eine Ehrung. Ja, danke erstmal. Also ich war schon mal 2013, 14, bevor ich zum HSV gegangen bin oder das halbe Jahr vom HSV auch noch, schon mal unter die Top 3 gewählt und da wird man ja mal eingeladen nach Büdelsdorf ist es, glaube ich, da wird eine Ehrung gemacht, wobei ich auch sagen muss, dass es echt eine coole Sache war, da dabei zu sein. Da sind alle Spieler, alle Trainer. Da wird erstmal ein bisschen was gezeigt. Da gibt es Essen, Trinken, Videos werden abgespielt. Also eigentlich eine ganz coole Sache. Deswegen, ja, traurig, dass es nicht stattfinden konnte. Ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass ich gewinne. Deswegen habe ich auch keine Rede vorbereitet, weil ich weiß, dass der Gewinner da eine Rede halten muss. Wie gesagt, ich habe nicht damit gerechnet. So habe ich es über ein Video erfahren, was die offizielle Seite dann hochgeladen hat, was auch ein cooles Video war. War dann natürlich ein bisschen baff, weil die anderen beiden Spieler, ja, drei Ex-Mitspieler von mir spielen bei Holstein Kiel, deswegen verfolge ich das ein bisschen. Und das sind eigentlich zwei überragende Spieler mit Jannis Serra, ich glaube, der ist Fünfter geworden, eigentlich drei richtig gute Spieler, deswegen ist es schon eine coole Sache, ja, die mich natürlich sehr freut. Du bist der erste VfB-Spieler seit 2010, wenn ich das richtig gesehen habe, Habe der ich auch gelesen, diese genau. Ehrung bekommt. Bedeutet dir das was? Hier kommt auch die Frage rein. Ist das für dich etwas Besonderes oder zählt für dich eigentlich mehr der Mannschaftserfolg? Fragt Kevin 07627. Ja, vielleicht hört sich das an wie eine Floskel, aber ich glaube, der Teamerfolg steht natürlich über allem, weil wenn wir aufsteigen sollten, dann ist es natürlich überragend. Und wenn wir es nicht dürfen oder nicht können oder rein sportlich nicht schaffen sollten, aufzusteigen, dann bringt mir so ein Titel auch nicht viel. Deswegen natürlich erstmal die Priorität Aufstieg, vielleicht auch Pokalsieg, falls dann noch alles weitergespielt wird. Aber natürlich freut mich so eine Ehrung, vor allen Dingen gegen so qualitativ gute Spieler, die in der zweiten Liga eine richtig gute Rolle spielen. Deswegen wäre es gelogen, wenn ich mich nicht darüber freue. Es ehrt mich, es freut mich. Aber ja, das erste Ziel ist natürlich Aufstieg mit dem Verein. Aber das ist natürlich auch immer die Folge. Je erfolgreicher eine Mannschaft ist in einer Liga, umso mehr kriegen auch die einzelnen Akteure natürlich Preise. Das heißt, es ist auch eine Folge des Erfolgs des VfB. Was ist denn bei euch in dieser Saison vielleicht noch anders als in den letzten Jahren? Warum seid ihr so konstant gut? Die Jahre. Als ich nicht beim VfB war, kann ich natürlich nicht so beurteilen. Aber die 1,5 Jahre, fast 2 Jahre, die ich jetzt schon wieder in Lübeck bin, wusste ich natürlich eins noch aus meiner aktiven Zeit, dass es hier sehr familiär ist. Aber der innerste Kreis, also das Team, das Trainerteam, unsere Physios, unsere Zeugwerte, unser Bussi, unser Busfahrer, wir halten irgendwie alle zusammen.
klar, wenn es erfolgreich ist, dann sticht sowas halt immer heraus und man kann sagen, ja, dieser innerste Kreis hält einfach richtig gut zusammen und das ist so ein bisschen das Erfolgsrezept. Aber ja, wir sind wie eine Familie. Jeder wünscht sich den maximalen Erfolg des Vereins, des Teams und nicht den Einzelnen. Und ich glaube, das ist nochmal so, ja, die Kirsche auf der Torte, warum es momentan einfach so erfolgreich ist. Wenn es, egal wie es weitergeht, am Ende in die dritte Liga gehen sollte, werden alle sagen, der Game Changer war das Spiel in Wolfsburg. Und das war ja wirklich auch etwas ganz Besonderes. Ist das bei euch auch nochmal so ein Turning Point gewesen, wo ihr gesagt habt, jetzt, ja, jetzt packen wir es? Ich glaube, dass wir vorher schon dran geglaubt haben. Wir waren zwischenzeitlich 7 Punkte hinter Wolfsburg, auch wenn es 2 Spiele weniger waren, aber die musst du erstmal gewinnen. Aber wir hatten niemanden in der Mannschaft, der gesagt hat, ey, Mist, wenn wir jetzt ein Spiel verlieren, dann ist nur noch ein Spiel weniger und 7 Punkte. Aber das hatten wir zu keinem Zeitpunkt. Wir haben immer an uns geglaubt und ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Wir haben nach dem Heimspiel gegen Wolfsburg in der Hinrunde schon gemerkt, dass da, ja, dass die nicht besser sind, dass wir das Spiel hätten auch gewinnen können. Wir spielen eine überragende Runde. Wir haben, glaube ich, im ganzen Jahr 2019 die meisten Punkte in allen Regionalligen geholt. Wir haben jetzt einen Punkteschnitt von 2,44, was natürlich außergewöhnlich ist. Und diese Sachen haben uns halt immer Selbstvertrauen gegeben. Und auch als wir 7 Punkte hinten waren, wie schon gesagt, haben wir nicht daran gedacht, dass wir es vielleicht nicht schaffen können. Und so sind wir in das Spiel in Wolfsburg gegangen und meiner Meinung nach auch verdient gewonnen. Die haben ein Tor geschossen, aber aus dem Standard heraus. Wir hätten vielleicht noch das dritte oder vierte schießen können. Aber ja, davon abgesehen, klar, das Spiel war super, hat super viel Spaß gemacht, auch mit den Fans, die mitgekommen sind. Aber wir wussten auch, nach dem Spiel ist es noch nicht vorbei. Jetzt natürlich mit Corona ein bisschen kritisch. Da war es aber noch nicht klar. Aber Aber schon an ja. dem Tag war eigentlich ja klar, dieses Drehbuch, besser hätte man es nicht schreiben können. Fanbusse, die hinfahren in Scharen, Heimspielatmosphäre, zurückgelegen. Und dann das Ding ja mit Kampfwillen direkt nach der Pause gedreht. Ja, es war ein perfektes Spiel. Also genau so kann man ein Buch schreiben. Und wenn du von Drehbuch sprichst, es haben dann einfach nur noch 9 Seiten gefehlt, die wir jetzt leider gerade nicht zu Ende spielen können. Aber ja, so kann man es beschreiben. Hier kam gerade auch. Ich muss mal ein bisschen weiter hochscrollen. Hier, Joachim Ramm, wie meinst du, geht es jetzt weiter? Ja, es ist schwer zu sagen. Also ich sitze da nicht mehr an der Quelle als die Leute, die ja, von außen raufschauen. Ich glaube, dass die Leute, die es entscheiden müssen, momentan einen sehr schweren Job haben, weil sie es natürlich irgendwie versuchen, allen gerecht zu machen. Ich bin Fußballer einfach, weil ich gerne Fußball spiele. Und das fehlt mir. Ich bin froh, dass wir Freitag wieder trainieren können, auch wenn es Kleingruppen ist. Aber ich spiele auch Fußball, weil ich vor Zuschauern spielen möchte, weil ich Spieler haben möchte, diese Emotionen mitnehmen will, auch wenn es mal eine Niederlage ist. Und das wäre natürlich ja, einfach schön, wenn wir einfach wieder Fußball spielen dürften. Wie es aber sonst zu Ende geht, wenn wir nicht spielen dürfen, das kann ich natürlich nicht sagen. Ich hoffe natürlich das Beste für den Verein. Da muss ich halt auch einfach mit der VfB-Brille gucken. Aber ja, letztendlich weiß ich nicht mehr als ihr. Wie ist die Stimmung so rund um die Lohmühle bei euch? Ich meine, ihr seid ja sicherlich auch über Handy, PC etc. alle zusammen in Kontakt. Ist es, ja, ist es so ein bisschen trotzdem immer noch, ja, wir haben eine geile Saison gespielt und definitiv den Aufstieg verdient? Oder ist es mittlerweile schon so ein bisschen, das darf doch nicht wahr sein? Wir sind jetzt endlich da oben, jetzt können wir es aus eigener Hand packen und jetzt kommt uns so ein Virus dazwischen. In erster Linie will ich auf jeden Fall mal sagen, dass alle Emotionen, die gerade so ein bisschen hochkamen, nach dem Wolfsburg-Spiel auch und vorher auch schon, dass sie uns komplett weggenommen werden und wurden. Egal, ob wir es am Ende sportlich gepackt hätten oder nicht, diese Emotionen sind im Fußball einmalig. Natürlich hätte ich mir die positiven Emotionen gewünscht. So ein Abpfiff, du steigst auf oder ein Abpfiff, wichtiges Spiel, das gemeinsame Feiern in der Kabine. Das macht halt wirklich Spaß im Fußball. Das ist das, was richtig Bock macht. Selbst in der Kreisliga, wenn du gewinnst, trinken die danach in der Kabine ein Bier und feiern. Das ist halt das, was zählt. Das wird uns natürlich komplett weggenommen. Selbst wenn wir weiterspielen sollten ohne Zuschauer, klar, so ein Aufstieg wäre natürlich geil. Auch mit Geisterspielen wäre es natürlich geil. Aber ist nicht dasselbe, wenn unsere Fans nicht dabei wären, weil die es genauso verdient hätten. Das erstmal vorab. Aber sonst die Kommunikation im Team. Also, wir haben natürlich ein, zwei Spaßvögel in der Mannschaft, zum Beispiel so ein Florian Riedel. Die halten so eine Gruppe natürlich am Leben. Ich bin ganz froh, dass wir solche Leute auch in der Gruppe haben.
Aber es ist natürlich viel, viel ruhiger um die Lohmühle herum. Du bist nicht zusammen beim Training, du kannst nicht irgendwie flachsen zusammen, du kannst dich nicht streiten im Training, selbst das fehlt mir. Du kannst nicht mal irgendwie einen umhauen oder wenn du einen tunnelst, alle zusammen lachen oder so. Das fehlt halt wirklich. Das ist auch wieder die Emotion, die ich meine. Aber wir müssen halt alle drüber stehen. Ich glaube, die Gesundheit steht im Vordergrund. Und ich hoffe, dass ab Freitag wieder ein bisschen mehr Leben drin ist, weil wir dann halt einfach wieder trainieren dürfen. Das sagen ja auch immer viele, auch letzte Woche hier bei uns im Stream, die mir sagen, wie könnt ihr denn jetzt über Fußball diskutieren? Es gibt doch viel Wichtigeres. Ganz genau, das ist allen, glaube ich, auch bewusst. Und so höre ich das auch jetzt gerade bei dir raus. Aber es gibt ja auch als Ablenkung einfach gerade nichts Schöneres, als eben über Fußball und über Sport zu sprechen. Deswegen lass uns wirklich mal auf diese schönen Momente der vergangenen, oder na, sie ist ja noch nicht ganz vergangen, aber der aktuellen Saison bis hierhin sehen. Was ich nämlich noch auf dem Zettel habe, ist, war es denn emotionaler in Wolfsburg oder dann das Heimspiel, wo ihr anschließend dann kurz vor Ende da plötzlich das Gegentor bekommt und dann wirklich ja noch last minute den Dreier schnürt? Das ist das, was ich eben angesprochen hatte. Diese Emotionen, die einem weggenommen werden, diese negativen Emotionen gehören halt einfach auch dazu. Und das macht Fußball auch aus. Und das haben wir einfach im Hinspiel erlebt. Bei uns auf der Lohmühle waren fast 7000 Zuschauer gegen Wolfsburg. Natürlich hätte ich da gerne gewonnen und ich hätte lieber zweimal positive Emotionen. Aber ich habe lieber auch einmal negative, einmal positive, als gar keine Emotionen im Stadion zu haben. Aber das. Du hast vorhin ein Drehbuch gesagt, vielleicht gehört es einfach dazu, dass wir auch so ein Spiel erlebt haben in dieser Saison, um einfach stärker rauszukommen. Aber natürlich ganz klar, das Auswärtsspiel in Wolfsburg bleibt natürlich positiver in Erinnerung. Hat euch Oder? das. War nicht noch direkt nach Wolfsburg noch ein Heimspiel, auch mit Last Minute? Genau, 2-1 gewonnen in der 90. Wir haben erst in der 89. oder 88. Gegentor bekommen und dann, glaube ich, in der 90. Das 2-1 geschossen. Aber genau sowas gehört auch dazu, wenn du aufsteigen möchtest. War da euch in der 89. trotz Gegentor auch bewusst, ey Leute, wir haben Wolfsburg geschlagen, das lassen wir uns jetzt nicht nehmen und dann auch mit einer gelassenen oder einer gewissen Ruhe das Ganze noch angegangen? Wie muss man sich das vorstellen, wenn man so kurz vor Schluss ein Gegentor bekommt? Ja, erstmal haben wir einen Freistoß gegen uns bekommen, wo wir das Gegentor kassiert haben, wo es schon fraglich war, ob es einer war oder nicht. Ich weiß es jetzt auch nicht mehr, aber zumindest haben wir uns da alle beschwert. Und wir haben das Tor kassiert und dachten so, genau solche Gegentore können dir einen Aufstieg kosten. Aber ich habe auch irgendwie in den Gesichtern in der Mannschaft gesehen, aber auch an meiner Reaktion, dass wir das irgendwie noch drehen können, auch wenn wir nur noch 1, 2 Minuten zu spielen haben. Und dieses Selbstvertrauen, klar, erarbeitet man sich das über so eine Saison auch. Durch so ein Spiel in Wolfsburg. Aber ja, ich glaube einfach, dieser Glaube an uns ist einfach seit mehreren Wochen, vielleicht auch schon seit einem Jahr da. Und genau dann kannst du auch solche Spiele drehen. Wenn andere euch eine gewisse Entwicklung attestieren, würdest du das unterschreiben, dass es eben auch Phasen gibt, wo du ein Spiel noch nicht nach Hause bringst und jetzt spielst du beim direkten Konkurrenten, drehst die Partie und bringst sie nach Hause und lässt dich auch von so etwas dann eine Woche später gegen einen vermeintlichen Abstiegskandidaten nicht aus der Ruhe bringen? Ja, also ich glaube, das ist relativ normal oder ich würde lügen, wenn ich sagen würde, die Spannung gegen HSC Hannover oder gegen vermeintlich kleineren ist so groß, wie wenn du gegen direkten Konkurrenten von oben spielst. Da bist du natürlich immer ein bisschen mehr angespannt, wenn du dann im Hotel bist einen Tag vorher und kannst du irgendwie eine Stunde später erst einschlafen oder vielleicht gar nicht so gut einschlafen, du machst dir Gedanken, du spielst das Spiel irgendwie im Kopf durch. Da ist irgendwie ein bisschen, ja. Du merkst es halt so in der Luft, schwer zu erklären. Aber ja, dass du dann solche Siege nach Hause fährst, ist dann natürlich auch Qualität, weil genau die Mannschaften, die es nicht hinbekommen, diese Spiele dann für sich zu entscheiden, obwohl sie Top-Favorit sind oder sonstiges, die steigen dann eben nicht auf. Und das kriegen wir diese Saison bisher ganz gut hin. Wir gehen mal ganz kurz hier ein paar Fragen im Schnelldurchlauf durch. Daniel Franziskus, wer ist das denn eigentlich? Fragt, was ist das beste Sturmduo, mit dem du je zusammengespielt hast? Ja, er möchte natürlich jetzt sehr, sehr gerne seinen Namen hören. Wobei ich auch sagen muss, dass Dani wirklich ein überragender Fußballer war, menschlich auch sehr, sehr top war, der uns natürlich auch sehr, sehr fehlt. Ich habe sehr gut mit ihm harmoniert vorne. Es hat wirklich sehr, sehr gut geklappt. Ich würde auch sehr gerne noch mit ihm spielen. Muss dazu aber auch sagen, dass Hopschi, also Patrick Hopp, seine Sache auch überragend macht. Der hat nicht umsonst 13 Tore geschossen.
Schön wäre es vielleicht, wenn die beiden vorne spielen und ich dahinter, weil ich bin ja eigentlich kein klassischer Stürmer. Das würde ich mir nochmal wünschen für uns Denkt auch. man manchmal gar nicht. Nee, ja, das wäre natürlich super, wenn die beiden vorne spielen können und ich hinter denen. Das geht leider nicht mehr. Auf jeden Fall hat es mit Dani sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben uns einfach blind verstanden auf dem Platz. Wir brauchten gar nicht miteinander kommunizieren. Aber auch Hopschi macht es wirklich überragend. War das eigentlich auch noch ein Faktor, der euch noch mehr zusammengeschweißt hat, dass Daniel eben wieder so eine Verletzung hatte und dann seine Karriere beenden musste? Ich glaube, dass Dannys Persönlichkeit dazu beigetragen hat. Danny wohnt nicht mehr in Lübeck, der wohnt relativ weit weg, lässt sich trotzdem auf der Lohmühle blicken, was nicht selbstverständlich ist. Ja, sein Abschied von der Mannschaft war sehr schwer, das geht mir gerade schon wieder so ein bisschen nahe. Der stand vor der Kabine, wollte das selber verkünden, dass er kein Fußball mehr spielen kann. Ja, hat dabei natürlich auch geweint, konnte sich da nicht zurückhalten. Wenn du mit ihm gut befreundet bist, was ich bin, und dann auch noch ein Mannschaftskollege, dann geht dir sowas nahe. Habe aber auch natürlich an jedem Spieler oder Mitspieler gesehen, dass ihm das nahe ging. Und wenn du dann so einen Spieler hast, der in der Mannschaft gut ankommt, der wichtig ist, dir dann aber das Beste wünscht, und seine Verletzung irgendwie hinten ranschiebt, ich glaube, ihm ist es wichtiger, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind, und er dafür dann erstmal nicht spielen kann oder nicht mehr spielen kann, dann zeichnet ihn das als Menschen aus. Und ich glaube, sowas ja, stärkt dann eine Mannschaft, wenn du merkst, okay, wir leben gerade im Hier und Jetzt. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir alle Fußball spielen können und dürfen, dass wir damit sogar relativ gutes Geld verdienen. Das hat er uns alles vor Augen geführt und also ich bin der festen Überzeugung, dass uns das natürlich auch nochmal stärker zusammengeschweißt hat. Fand ich auch bemerkenswert, das Tor, glaube ich, in Norderstedt war es, dass du ihm dann auch, ich glaube, der Elfmeter, den du ihm dann sozusagen auch gewidmet hast, sozusagen. Das unterstreicht das ja auch Ja, nochmal. ich glaube, das hat er auch verdient. Ich suche hier mal, viele Fragen gehen in eine Richtung, die ich gleich zum Ende allerdings des Streams hier nochmal behandeln möchte. Timo TF18 fragt, ich glaube, oder aus der Frage erschließt sich mir als HSV-Fan, warum ist der HSV immer noch der geilste Verein der Welt? Möchte er von dir wissen. Also erstmal bin ich ganz froh, dass meine Lieblingsvereine sich auch untereinander mögen, sonst müsste ich immer aufpassen, was ich sage, aber in der Hinsicht ist es relativ einfach. Ich bin zwar nicht hier geboren, aber ich bin hier in Lübeck aufgewachsen. Lübeck war quasi mein Jugendverein, deswegen ist natürlich Lübeck irgendwie mein Verein, aber auch der HSV, dem habe ich viel zu verdanken. Ich kann immer auf ein Bundesligaspiel zurückblicken, auf eine Bundesliga-Zeit, die ich wirklich aktiv hatte. Auch wenn es dann wirklich nur ein Spiel war oder 1,5 Jahre oben bei den Profis. Aber ja, selbst da habe ich gemerkt, was das für ein geiler Verein ist. Ich wurde viel von den Zuschauern unterstützt, von den Fans. Es spielen noch Freunde von mir da. Deswegen wünsche ich denen wirklich alles Gute. Aber ja, warum es der geilste Verein ist, ich finde einfach, dass die Stimmung da geil ist. Das Stadion ist geil, das Spiel da zu gucken. Die Fans stehen immer hinter dem Verein, die sind abgestiegen. Trotzdem ist das Stadion in der zweiten Liga quasi immer voll. Es ist schon einfach ein geiler Verein, ja. Danach ging es noch nach Osnabrück für dich. Hier ist noch eine Frage dazu. Was hast du Positives aus der VfL-Zeit mitgenommen? Ja, die Zeit ging ja eigentlich relativ unschön für mich zu Ende. Das Thema habe ich jetzt auch schon durchgekaut, mit dem Brauchen Elfmeter und so weiter und so wir auch nicht fort. mehr drüber sprechen, nur gibt es da so Genau. ein, zwei. Aber auch so. Auch sowas hat mich reifen lassen als Person. Das ist auch ein wirklich, wirklich cooler Verein mit richtig geilen Fans. An der Bremer Brücke spielt, glaube ich, jeder gerne. Egal, ob du für Osnabrück spielst oder gegen Osnabrück, weil da einfach immer geile Stimmung ist. Vor allen Dingen, wenn da Flutlicht ist, so Freitagabend oder so, macht es schon einfach richtig Spaß da. Ich habe auch da noch sehr, sehr viele Freunde. Ich bin mit jedem gut klargekommen in meiner Zeit. Ich hatte eine recht erfolgreiche Zeit, wenn ich das mal so sagen kann. Im ersten Jahr sind wir fast aufgestiegen oder haben lange um Aufstieg mitgespielt. Im zweiten Jahr war es für mich persönlich bis zum Ende halt sehr, sehr erfolgreich, weil ich halt einfach fast immer gespielt habe. Ja, deswegen nehme ich auch nur positive Sachen mit. Klar waren ein, zwei Sachen nicht ganz so cool, aber ja, wie gesagt, das hat mich auch als Person reifen lassen. Könntest du eigentlich dir vorstellen, nach der aktiven Karriere Trainer zu werden?
Ja, noch habe ich hoffentlich ein bisschen Zeit, wo ich Fußball spielen kann, weil ich merke bei jedem Trainer, den ich hatte, dass irgendwie sein Herz blutet, wenn seine Jungs auf dem Rasen spielen und er muss eigentlich nur meckern und coachen. Jeder Trainer würde da, glaube ich, gerne mitkicken. Deswegen sollte man wirklich diese Zeit genießen, solange wie es geht. Aber für mich bedeutet der Fußball einfach sehr, sehr viel. Ich liebe den Fußball, das ist irgendwie so Mittelpunkt in meinem Leben. Es gibt keinen Tag, wo ich nicht an Fußball denke. Und deswegen würde ich zum jetzigen Zeitpunkt sagen, dass ich gerne im Fußball bleiben will. Klar, kann man das nicht immer so vorhersagen, ob es klappt, ob es nicht klappt, ob man das immer noch will, wenn man aufhört. Aber Stand jetzt hätte ich Lust, im Fußball zu bleiben und ob es nachher Trainer ist oder sonst was, das weiß ich noch nicht. Aber auch das ist ein ganz cooler Job. Ich bin lieber auf dem Trainingsplatz mit Jungs, die ich trainieren darf, als irgendwo auf dem Bau zu sein oder im Büro zu sitzen. Dann brauchen wir hier, dank der Frage von Lang, glaube ich, eine kleine Rangliste der Top 3 deiner lustigsten Mitspieler aller Zeiten. Also ich hatte tatsächlich sehr, sehr witzige Mitspieler. Eine Top 3 wäre jetzt echt ungerecht für Spieler, die sich eigentlich witzig finden, auch witzig sind, aber jetzt nicht genannt werden. Ja, so ein Flo Riedel würde ich auf jeden Fall dazu zählen, weil nicht falsch verstehen, aber diese respektlose, witzige Art, auch mal jemanden ein bisschen runterzuziehen, aber auch sich selber runterziehen zu können, finde ich eigentlich recht witzig, solange das alles noch im Rahmen ist. Und so einer ist Florian. Der greift dann auch mal verbal ein, zwei Mitspieler von uns ganz gerne an. Ja, ansonsten bei Luis Holtby, das war ein Spaßvogel, der hat immer die Kabine komplett unterhalten. Der ist auch schon ganz schön witzig gewesen. Oder ist es immer noch? Ja, ansonsten in Osnabrück hatten wir Michael Hohnstedt noch, der auch ganz gerne mal Scherze und Streiche gespielt hat. Aber wie gesagt, ich könnte jetzt viele Namen nennen, aber wenn ich jetzt mal drei nennen muss, dann die. Alle anderen Fragen gehen in Richtung nächste Saison. Wir wissen natürlich nicht, wann die Saison weitergeht, wann dann die nächste startet, in welcher Form auch immer. Aber die wichtigste Frage, die sich hier zahlreiche Fans stellen: Wann verlängert Ahmet Aslan seinen Vertrag beim VfB? Ja, diese Frage habe ich tatsächlich schon oft gehört. Was mich natürlich auch ehrt, weil die Leute, ich merke es, dass sie unbedingt wollen, dass ich beim VfB bleibe. Ich habe immer gesagt, als ich zum VfB zurückgekommen bin, ich mache das, weil ich die Mission habe, mit diesem Verein oder allgemein wieder im Profifußball zu spielen, dass ich vielleicht nicht ja, zu Verein XY, der unten in der dritten Liga steht, gehen muss, um dritte Liga zu spielen, sondern das kann ich dann auch mit dem VfB Lübeck. Aber wie gesagt, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Ich bin auch, ja, ich will jetzt nicht leere Versprechen machen, dass ich sage, ich bleibe hundertprozentig beim VfB, egal ob wir aufsteigen oder nicht aufsteigen, bei Aufstieg oder nicht Aufstieg, wie auch immer. Aber du würdest es, wenn, dann nicht davon abhängig machen. Nee, ich. Also es ehrt mich natürlich auch immer, wenn mein Berater mich mal anruft und sagt, der Verein hat angefragt oder der will dich oder sonstiges, was in den letzten Jahren auch das eine oder andere Mal passiert ist. Aber ich halte einfach nichts von den Fußballern, die sagen, oh, das ist mein Verein und hier möchte ich meine Karriere beenden und ich bleibe hier auf jeden Fall und 2 Monate später sind sie weg. Das möchte ich einfach verhindern. Wie gesagt, ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich nichts dagegen habe, mit dem VfB Lübeck in der dritten Liga zu spielen. Aber ich habe auch immer gesagt, ich möchte unbedingt wieder Profifußball spielen nächstes Jahr. Und das ist mir halt einfach ganz wichtig. Deswegen werde ich keine leeren Versprechen abgeben, weil, wie gesagt, das mochte ich bei Spielern, bei denen ich das immer gelesen habe, schon nicht ganz gerne. Wo du das schon in Richtung Profifußball ansprichst. Der Profifußball ist ja auch gerade sehr viel in den Nachrichten, weil gefühlt, wenn es um Sport und Corona geht, dann immer nur um die erste und zweite Liga. Wie verfolgt ihr das in der Regionalliga, dass alle sagen, Hauptsache Bundesliga geht weiter? Ja, natürlich ist es für uns und für die dritte Liga auch wichtig. Aber es ist halt einfach, glaube ich, normal, dass man ganz oben anfängt zu diskutieren und dass da erst die ersten und die quasi wichtigsten Entscheidungen getroffen werden. Deswegen habe ich dafür Verständnis, es ist völlig in Ordnung. Aber man sollte auch darunter nichts vernachlässigen. Ich glaube, dass heute über dritte und vierte Liga auch diskutiert wird, um zu gucken, wie es weitergeht. Heute oder morgen, ich weiß nicht mehr genau.
Aber ich bin auch dafür, dass man sich Gedanken macht um einfach die Leute, die Amateurfußball spielen. Ich habe mein bester Freund zum Beispiel spielt einfach aufs Jux neben dem Beruf und ihm macht Fußball genauso viel Spaß wie mir und da sollten natürlich auch Entscheidungen getroffen werden. Aber auch die sollten Verständnis dafür haben, dass es vielleicht dann erstmal um die dritte und vierte Liga geht, statt um die sechste, siebte Liga oder Kreisliga irgendwann. Aber genauso sollten wir Verständnis haben, dass es vielleicht erstmal über die erste und zweite Liga diskutiert wird. Der VfB schickt dir hier noch im Stream ein grünes Herz. Und CD9612 schreibt, wir würden uns alle freuen, wenn du verlängerst, aber niemand ist dir böse, wenn du dir deinen Profi-Fußballtraum noch erfüllen willst. Also ich merke, es sind spannende Zeiten natürlich für uns alle, sowohl für den Fußball als auch für dich persönlich. Guck mal, die sind ganz unten. Gibt es noch irgendwas? Cooler Typ, mach weiter so, schreibt Timo. Kevin Weißkirchen sagt, bist einfach ein guter Kicker und gehörst zum VfB. Also da muss ich nochmal was zu sagen. Also das, was ich auch an dem Verein schätze. Ich wüsste genau, dass ich keine Entscheidung irgendwie mit Bauchschmerzen treffen müsste hier. Ich glaube, dafür hatte ich auch zu eine erfolgreiche Zeit beim VfB jetzt und auch damals, als wir aufgestiegen sind in die Regionalliga nach dem Zwangsabstieg und einer Insolvenz. Klar spielt das dazu bei, aber ich weiß einfach, dass mir hier niemand böse ist, wenn es wirklich so kommen sollte, dass ich nicht mehr hier spielen werde. Aber genauso weiß ich, dass sie mich mit offenen Armen empfangen, wenn ich jetzt verlängern würde. Und das schätze ich einfach sehr an dem Verein. Es gibt viele Vereine, wo dann die Spieler gehen, wo dann jemand sauer ist. Und wenn der Spieler bleibt, dann freut man sich einen Tag drüber und dann ist es wieder vergessen. Und beides ist hier nicht der Fall. Das ehrt den Verein so. Maurice schreibt, Legende in Lübeck. Ich glaube, damit belassen wir es. Letzte Frage noch ganz kurz. Wenn ihr euch wünschen dürftet, wie es weitergeht, wäre es direkt weiterspielen, auch notfalls Geisterspiele. Was heißt notfalls? Es wären dann ja Geisterspiele oder Abbruch der Saison. Also wenn ich es mir wünschen darf, dann würde ich mir wünschen, dass das Ganze jetzt vorbei ist und wir mit Fans wieder weiterspielen, weil ich glaube, dass wir es dann auch packen würden. Und wie gesagt, diese Emotionen will ich mir dann nicht nehmen lassen. Aber ja, falls nicht weitergespielt wird, diese Stadt, dieser Verein, ja, die haben es einfach verdient, wieder Profifußball zu spielen, abhängig davon, ob ich hier bin oder nicht. Das ist egal. Dieser Verein verdient es, mindestens in der dritten Liga zu spielen, weil hier wirklich was dahinter steckt. Aber ja, wenn ich mir wünschen könnte, dann bitte volle Lohmühle und Aufstieg. Ja, ich höre schon, das ist so ein bisschen Family, sowohl bei den Fans als auch bei euch Spielern, ganze Lohmühle zusammen sozusagen. Das merkt man auch, wie sehr diese Stadt einfach natürlich nach dem Aufstieg auch geht. Das ist auch in diesem kleinen Podcast jetzt, glaube ich, rübergekommen. Ich sage dir vielen, vielen Dank. Ach, guck mal, hier kommt noch eine Frage, wie lautet dein Spitzname in der Mannschaft? Darfst du den sagen? Ja, Amo. Also ganz easy. So nennen mich meine Eltern schon. Also das ist nicht mal mehr ein Geheimnis. Dann sage Wirklich. ich vielen Dank, Amo. Und an Gerne. alle, die es jetzt verpasst haben oder gerade erst dazugekommen sind, dieser Stream bleibt natürlich 24 Stunden hier auf der Turmhöfen-Seite verfügbar, wird dann anschließend noch auf den SHV YouTube-Kanal rübergepackt und zum Hören gibt es das Ganze auf Spotify, Apple Podcasts und Encore, während sich hier unten in den Kommentaren beschwert wird, dass dein Spitzname nicht Amo ist, sondern sagt ihn uns. Ach so, Schleich. naja, Schleich. das ist Fabio aus der Mannschaft, der sagt immer Schleicher zu mir, weil ich mich manchmal so hinter den Mitspielern verstecke und dann Ball abluchse, aber das ist nicht mein Spitzname. Der ist wieder schon zu lange wach, das ist Ja, sein fast Problem. Schlitzohrmäßig schon wieder. Also in diesem Sinne sage ich dir vielen Dank, Ja. alles Gute, pass auf dich auf, bleib gesund, gilt Du auch auch. für euch. Und dann sehen Für wir uns alle. hoffentlich irgendwann wieder in vollen Stadien. In der Bundesrepublik, in der Fußball-Bundesrepublik wieder. Mach's gut. So machen wir das. Ciao, Bis ciao. bald. Tschüss.